Hallo ihr Lieben, heute mit einem echten Zuschauertipp. Mikado Dime in der limitierten Edition. Das wurde mir auf Instagram empfohlen per Direktnachricht. Die gibt es im Netto und im Famila habe ich sie entdeckt. In meinem Netto gab es sie leider nicht, aber im Famila konnte ich sie dann endlich kaufen. Deswegen nochmal vielen lieben Dank für eure Tipps via Facebook, aus den Kommentaren oder bei Instagram. Ich behalte das möglichst alles in meinem Hinterkopf. Ich weiß auch noch, dass ich belgische Pralinen aus dem Lidl testen muss. Und da habe ich vollkommen Bock drauf und das wird auch bald getestet. Wirklich versprochen, manchmal dauert es ein bisschen, weil es gibt so viele Neuerungen. Und immer wenn da drauf steht, nur für kurze Zeit, muss ich die Produkte vorziehen. So wie dieses Mikado Dime, was ich bei mir im Famila entdeckt habe. Und jetzt kurzer Fun Fact. Das war übrigens auch genau der Famila hier in Hamburg, wo es die Schokopizza von Dr. Oetker als erstes gab. Wo der großartige Schokopizza-Leak war. Wahnsinn, oder? Jetzt ist es Mikado. Es wird vielleicht nicht ganz 400.000 Aufrufe schaffen, das Video. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Ich mag es auch im Kleinen. Und klein ist auch ein gutes Stichwort für die Mikado-Stangen. Die sind ja nicht ganz so groß, aber ich finde die ganz lecker. In Asien sind diese Stangen ja mega beliebt. Da gibt es sie in 3000 verschiedenen und auch in den verrücktesten Sorten. Also Wasabi ist da wirklich noch das, oder Wasabi, Grüntee, Erdbeer, Joghurt, alles, was man sich so vorstellen kann, gibt es hier als Sorte. Haifischgeschmack habe ich da sogar gesehen als Sorte, wirklich Haifischgeschmack, total verrückt. Und die Marke, die das in Asien herstellt, heißt Glico und die habe ich jetzt zum ersten Mal entdeckt auf diesem Mikado-Stang. Lu ist ja noch drauf und der normale Hersteller, also der Mondelez, also die Marke, die auch Milka herstellt, ist der Haupthersteller. Anscheinend gehört Glico auch schon zu Mondelez. Es ist schon ganz, ganz spannend, immer so zu sehen, wie die Süßigkeitenwelt so miteinander verflochten und verbunden ist. Wo ich hier gerade schon hinten da bin, ich zeige euch mal ganz kurz die Nährwertangaben. Schaut mal drauf, das finde ich auch sehr schön übersichtlich gedruckt. 100 Gramm haben 471 Kalorien. Wollen wir mal schauen, wie viel dein Geschmack in so einem kleinen Stäbchen stecken kann. Da bin ich echt gespannt drauf. Meine Güte. Jetzt habe ich aber auch lange gequatscht. Wenn das zu lang war, schreibt es in die Kommentare. Wenn es interessant war, schreibt es auch in die Kommentare. Es kann ja sein, dass es nicht ganz so überflüssig war. Nein, das hoffe ich nicht. So ihr Lieben, wir holen das erste Mikado-Stänkchen raus. Aha, hätte ich mir doch etwas mehr Struktur gedacht. Guck mal. Das ist doch schokoladig, aber nicht so ganz strukturiert wie auf dem Bild. Na, Hauptsache der Geschmack stimmt. So, Mikado. Hier erkennt man auch. Sieht so ein bisschen gruselig aus, ne? Schaut mal. Das muss ich gleich mal mit dem anderen Stück machen. Hier erkennt man auch die leichten Daimstückchen. Was ich immer so toll finde, ist, man hat das Gefühl, es ist nicht so mächtig. Ich könnte mal weinen, wenn ich so ein abgebrochenes Stück erwische. Das passiert ja auch, weil die halt so dünn sind. Ich mag die einfach. Mit der Schokolade. Mit Vollmilch. So. Ja, ich wollte so einen lustigen Videotrick machen, aber ich hatte so reinfliegender Mikado-Stab. Aber mit dem Essen spielt man nicht, obwohl mit Mikado, oh Gott, als Kind habe ich damit echt gerne Mikado gespielt. Ich habe es noch nicht geschafft, weil ich sie immer vorher aufgegessen habe. So. Wo ist der Dime? Hart, nein. Wo ist der Dime-Geschmack? Ich muss noch einen essen. Sorry, ich muss mal ein Essen und muss ein bisschen schmatzen, um das Dime rauszuschmecken. Ja. Ist schon sehr dezent, muss ich sagen. Das ist tatsächlich sehr dezent. Ich muss noch ein Essen. Also. Sehr, sehr dezent. Der Dime-Geschmack. Mensch. Da geht noch mehr. Aber ich finde Mikado super lecker, muss ich sagen, ja. Nur vom Dime-Geschmack her hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Also Mikado finde ich toll, die Mikado-Stäbchen an sich. Die kriegen von mir auch mal stolze 8 Punkte. Die Mikado Dime. Weil ich tatsächlich finde, vielleicht habe ich auch ein falsches Produkt erwischt. Schreibt mal in die Kommentare, ob die bei euch mehr nach Dime geschmeckt haben. Den Mikado Dime würde ich, weil sie nicht so intensiv nach Dime schmecken, wie ich gerechnet habe, noch 7 Punkte geben, weil sie trotzdem lecker sind. Es ist nur ein leicht dezenter Dime-Geschmack. Sie sind immer noch lecker. Man kann sie probieren,
Wenn man sie nicht probiert, nicht unbedingt was verpasst, aber trotzdem noch 7 Punkte, weil es Mikado ist und weil ich Mikado mag. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und über Kommentare freue ich mich auch immer. Bis bald, tschüss.